Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar starten wir in ein neues Format. Ganz kurz erklärt, ihr schreibt in die Kommentare, was für Handygames ihr spielt. Ich stelle sie auf Twitch und als YouTube-Folge vor. Ich habe vor ganz langer Zeit im Community-Tab, ja, auf YouTube gibt es einen Community-Tab, da stelle ich ab und zu mal Fragen. Wer das noch nicht wusste, einfach mal auf mein Profilbild gehen und dann steht da Community. Und da habe ich mal Umfrage gemacht, ob ihr wollt, dass ich Handygames vorstelle. Jetzt bin ich vor einer Woche circa auf ein Handygame gestoßen und dachte mir, komm, das suchtest du seitdem jeden Tag. Das stelle ich jetzt einfach mal vor. Und das erste Spiel, was ich euch heute vorstellen möchte, ist Mighty Party. Und ihr schreibt mal in die Kommentare, welches Game ihr gerade am Suchten seid. Ich bitte euch aber keine Spiele. Matze hat schon im Chat geschrieben, sowas wie Simpsons oder so. Da baust du ein Haus und musst dann eine Stunde warten, bis das fertig ist. Walking Dead ist genauso. Du wertest ein Haus auf und das braucht einfach eine Stunde, bis es fertig ist. Sowas nicht. Das kann ich schlecht zeigen, das kann ich schlecht aufnehmen. Aber wenn ihr irgendwelche Strategiespiele habt, irgendwelche Geschicklichkeitsspiele oder, gerne mal vorstellen. Ich mache dann ein Video zu und teste das mal und gebe da meine Meinung ab. Heute, wie gesagt, Mighty Party, vor fast einer Woche drauf gestoßen. Seitdem am Suchten. Spiel gibt's fürs Handy und für den PC, wohlgemerkt. Kann man im Microsoft Store einfach runterladen, umsonst. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben, weil es macht so Spaß. Es bringt dich manchmal zum Verzweifeln, aber es macht auch süchtig. Ich bitte nur an der Stelle jeden, einfach vernünftig zu sein. Paid nicht rein. Das möchte der Entwickler wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber ist mir egal, weil ich mache das ja aus meinem Willen, das Video, nicht für Promotion-Zwecke. Man ist kurz mal, wird man so, man kriegt nur noch Niederlagen reingedrückt gegen stärkere Gegner und verliert hier und da mal. Kriegt danach gleich ein Angebot, möchtest du nicht Karten kaufen? Mach das bitte nicht, ansonsten ist das Spiel geil, es gibt kaum Werbung und das zeige ich euch jetzt. Ich spiele am PC aktuell. Eigentlich spiele ich auf dem Handy, habe die beiden Konten noch nicht verknüpft, um einfach jetzt von vorne nochmal neu anzufangen. Für die Leute, die das Spiel schon haben, ich habe auch noch November-Codes für euch, das werden wir gleich machen, denn jeden Monat gibt es wohl Codes, womit man dann Sachen kriegt. Promotion-Codes. Ich habe mal die für November rausgesucht, ach Quatsch, für Oktober rausgesucht und die machen wir gleich. So, wir gehen erstmal auf Spielen und das ganze Spiel lädt. Wie gesagt, Mighty Party ist ein strategie-rundenbasiertes Kartenspiel, nenne ich es mal. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht annähernd verglichen mit Hearthstone. Aber ich finde es mega cool. Also die Aufmachung ist geil von den Helden. Die Karten sind nice. Man muss schon ein bisschen mitdenken. Man kann Karten kombinieren. Man kann Karten aufleveln. Man kann seine eigenen Helden quasi aufleveln. So RPG-mäßig. Und ich würde sagen, los geht's. Ah, jetzt hat er das Intro übersprungen. Ihr habt nicht viel verpasst. Man hat nur eine Landschaft gesehen. Und das hieß, dass Lord sonst wer irgendwann zurückkehrt und das Land wieder freigibt. Und damit starten wir in Runde 1. Und das ist auch das Tutorial. Wer wagt es, mein Reich zu betreten? Dein Reich? Wenn ich mich recht entsinne, ist das mein Reich. Wer bist du überhaupt? Ah, wir sind vor langer Zeit weg und kommen jetzt wieder und möchten unser Land wiederhaben. Aber es hat sich viel geändert, Leute. Es hat sich viel geändert. So, also das da sind wir. Den Helden kann man aber noch tauschen. Und hier unten haben wir schon die erste Karte. Die haben wir nämlich gerade im Intro bekommen. Und mir wurde gesagt, dass der Lord Protector, also wir, zurückgekehrt sein soll. Das bist du, nicht... was? Das bist doch nicht du, oder? Wow, er greift mich natürlich gleich an. Oh doch, und meine Krieger werden dich... Ey! Vernichten oder so. Meister, wenn du mich aufs Schlachtfeld lässt, werde ich dich beschützen. So, das ist unsere erste Karte. Man hat quasi immer vier Karten zur Auswahl später, seht ihr gleich. Und das ist das Spielfeld. Diese Dinger, die hier stehen, haben bestimmte Eigenschaften. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das ist der Gegner, im Herz logischerweise die Lebenszahl. Und genau, vorneweg noch, man kann in dem Spiel auch eine Gilde machen. Wenn jetzt einige in die Kommentare schreiben, yo, hätt Bock auf deine Gilde, dann mache ich eine auf. Dann können wir uns gegenseitig unterstützen, Karten schenken, Aufgaben erfüllen und. Also wenn ihr Bock habt, ich werde das auf jeden Fall noch eine Weile zocken, weil ich bin aktuell, habe ich so krasse Karten gekriegt. Ich gewinne gerade im Schlaf jedes Spiel und ich habe nicht dafür bezahlt, wohlgemerkt. So, und wir setzen die Karte. Das ist ja nice, am PC hat man die komplette Figur. Ah. Zack. So, Gegner ist wieder dran. Du bist nicht so stark, wie du denkst oder wie es scheint. Hier unsere Karten, die wir gespielt haben. Einmal Angriffsstärke, einmal Leben der Monster oder der Schützen oder der Krieger. So, mein Zug, diese Pfeile errichten jetzt hier. Ja, ja, zack. Fernkampf.
So, den hat er natürlich richtig dumm gesetzt. Das ist ihr Kriegsherr. Besiegen wir ihn und das Schloss ist dein Meister. So, jetzt haben wir hier noch mehr Karten. Er sagt uns aber schon, was wir machen sollen. Uff. Und da haben wir gewonnen. Faulige Leiche haben wir besiegt. So, nach jeder Runde kriegt man eine Belohnung. Und in der Belohnungskiste haben wir Coins und eine neue Karte. Eine seltene. Gibt natürlich wieder Kategorien wie selten, legendär, ultra selten oder so. Aber dazu kommen wir gleich. So, König der Toten, Leute. Aktuell heißen wir noch Adam, aber das können wir auch gleich ändern. Werden wir auch. So. Die Gerüchte über den unbesiegbare Armee sind nicht weiter als Lügen. Sind nichts weiter als Lügen. Ey, komm mal ran. Du bist für mich nur ein nerviges Insekt. Den machen wir erstmal platt. Man kann die Karten, später haben die auch Eigenschaften. So, jetzt werden wir erstmal gucken. Wir müssen hier durch seine Barrikaden durchkommen. 6 Angriff ist ganz gut. Uff, werden wir gleich mal machen. Bang. Was gleich legt er denn? Ah, er legt Karten, okay. So. Ah ja, wir haben auch quasi Ultis mit unserem Held. Die können wir einmal pro Kampf zünden oder aktivieren. In meinem Fall ist das jetzt minus 3 Leben auf alle auf dem Spielfeld vom Gegner. Werden wir gleich mal machen. Arm, Junge. Meister, wenn wir diesen gegnerischen Kriegsherr besiegen, ist das Schloss dein. Das hat die Runde davor schon gesagt. Die lügt. So, okay, Fernkämpfer dahinter. So. Wie gesagt, das Spiel macht mega Spaß. Es gibt richtig krasse Karten mit richtig coolen Eigenschaften, die man wiederum kombinieren kann. Ich habe aktuell eine Heldeneule, nenne ich es mal. Die ist so unfuckable. Jede Runde macht die automatisch eine neue Eule aufs Spielfeld und. Also die zeige ich euch vielleicht später nochmal. So, jetzt machen wir erstmal die nächste Ulti, denn unser Held hat schon 2 Ultis. Zu den Waffen beschwöre 2 Bogenschützen mit den Werten 7 Angriff und 1 Leben. Hey! So, let's go. Achso, dann können wir noch eine Karte auch noch setzen. Ja, dann werden wir uns vorne auf jeden Fall einen hinsetzen. Zack. Das sind natürlich aktuell noch richtig schwache Karten. So, wir haben gewonnen, Leute. 2 Kisten. Einmal nochmal eine Karte. Die ist neu, ja. Haben wir gerade schon eingesetzt. Und noch eine neue Karte. Hm, okay. So, das wie gesagt muss man am Anfang 2-3 Mal machen und nachher kann man es überspringen. Man muss halt immer mehr haben als der Gegner. Zack, zack. Das kennen vielleicht einige von Instagram oder so. Damit machen sie nämlich schön Werbung. Nachher kann man das überspringen und kriegt einfach so die Belohnung, weil die genau wissen, dass das Beschäftigungstherapie ist. Aber gerade abends, wenn ihr von Arbeit kommt oder wenn ihr zwischendurch am Handy Langeweile habt oder sonst was, ist das ein perfektes Spiel dafür. Weil man kann einfach zwischendrin aufhören, man kann weitermachen, man wird nicht gezwungen irgendwie, warte eine Stunde, bis du weitermachen kannst oder so ein Scheiß. Das finde ich halt ganz gut. So, Ruhmeshalle. Die Ruhmeshalle ist jetzt offen. Die Ruhmeshalle ist mit den prioritätsehemaligen Kriegern geschmückt. Auch du hast die Chance, ein großer Held zu werden. Es winken großzügige Belohnungen, Anerkennung und die Chance, deinen Namen in die Geschichtsbücher von Benega zu verewigen. Let's go. So, das ist James, Leute. Ich nenne ihn liebevoll James. Und der sagt, Meister, du bist zurück. Leider haben wir keine Zeit für lange Reden. Ja, wir müssen eilen. Einmal aufs Kampfsymbol. Ich mache mit euch jetzt so ein bisschen das Tutorial, um euch einfach das Spiel mal nahe zu bringen. Ich kann danach gerne noch ein Video machen, wo ich mal mein aktuelles Deck zeige und wir da ein bisschen Action machen. Weil das aktuelle Deck, finde ich, ist schon krass. Und ich habe dafür nicht bezahlt. Das ist schon echt. Man muss schon ein bisschen Glück haben mit den Karten, das merkt man. So, um den Thron von zurückzuerobern, musst du andere Anwärter besiegen. So. Pink Widow. Ready to fight. Ready to fight. Okay, wir fangen an, Leute. I am always ready. So, hier kann man sich, wenn man Doppelklick macht, kann man sich einen Holzfäller zum Beispiel nochmal besser angucken. Und jede Karte kriegt auch Fähigkeiten. Der hier zum Beispiel ab Level 2. Nicht gut, dass er da klickt. Uff. So. Dann würde ich sagen, ja, die 6er-Karte werden wir gleich mal stellen, weil der greift ja an. Uff, hast du mal eine Roff auf dem Date? So, jetzt hat er 8 Leben. Die werden wir so am Anfang nicht wegkriegen, aber wir haben 11. Er nimmt nur 3 weg. Kleinvieh macht auch Mist.
So. Dann werden wir noch eine Bogenschützin. Halt, die ist nackt. Die ist Fernkampf. Dahinter stellen. So, die hat ihn schon mal weggeschnippelt. So. Ja, machen wir weiter. 6 Schaden. Ich könnte jetzt die beiden besiegen, aber machen wir erstmal nicht. So, was macht am meisten Schaden, um den mal schnell loszuwerden? Das hier. Junge, 6 Leben hat er noch. Easy going. Am Anfang gewinnt man natürlich. Man merkt aber auch, bei dem Spiel finde ich, dass sie darauf geachtet haben, dass du keine Pay-to-Win-Spastis als Gegner bekommst. Das muss ich einfach so sagen. Ich hatte bis jetzt noch keinen übermäßig starken Gegner. Und wie gesagt, man muss halt auch Glück haben. Ich glaube, die Leute, die gegen mich spielen, mit meinem aktuellen Deck auf dem Handy, die denken, ich habe gekauft. Aber habe ich nicht. Ich hatte einfach Glück. Ich habe eine Strategie verfolgt, die ging auf. Die zeige ich euch auch gleich noch. So, Sturm an Feinde, dann wäre der da weg. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben schon gewonnen. Warte mal hier. Machen wir den 6er. Komm. Hallo EMB, Grüße, willkommen im Stream. Erinnert mich irgendwie an Hearthstone, falls das noch nicht kam. Ja, kam, habe ich auch gesagt. Kann man so ein bisschen damit vergleichen. So, wir haben gewonnen. Und kriegen hier oben Pokale. Das ist hier quasi eine Liga. Da kann man aufsteigen. Man muss sogar Ligen aufsteigen. Wir sind aktuell Liga 30. Ab 22 schalten wir nämlich noch mehr frei im Spiel. Und umso höher wir kommen, umso schwerer werden die Matches. Was wichtig ist, und da kommen wir nämlich gleich zu einem Tipp von mir, wenn ihr das Spiel anfangt, habt ihr hier oben Juwelen. Merkt euch das. Juwelen kann man logischerweise kaufen, tut das aber bitte nicht, denn man verliert ja oft die Kontrolle und kauft und kauft und kauft und am Ende des Monats denkt man sich, scheiße, ich habe viel zu viel Geld in das Spiel gesteckt. Daher ein Hinweis von mir, braucht ihr nicht, denn macht so wie ich, sammelt bis ihr 1000 Diamanten habt und dann gib ihm und dann kriegt ihr so krasse Karten, habe ich auch gemacht. Und das ist ja quasi nicht Pay to Win, sondern ihr habt euch im Spiel die Karten verdient oder die Juwelen. So, wir öffnen die erste Kiste und die können wir quasi pro Liga Dingsbums öffnen. Pro Sieg kriegen wir eine Kiste. So, die Pilgerin ist für ihren Stufenaufstieg bereit. Tippe sie an. Genau, Karten kann man, wie gesagt, sammeln. Wir haben jetzt 26 von 25. Ab 25 kann man aufwerten. Machen wir. Let's go. Für die Leute, die das jetzt hier gucken und das Spiel schon ewig spielen, ich bin kein Profi, will ich an der Stelle mal sagen. Ich spiele das jetzt knapp eine Woche. Also, wenn ihr jetzt hier noch Verbesserungsvorschläge habt, konstruktive Kritik quasi, gerne in die Kommentare. Aber nicht wieder, nee, du erklärst das voll scheiße. Das hatte ich nämlich auch schon bei einem Spiel. So, sie hat die erste Fähigkeit und zwar gewährt Ordnungsverbündeten. Das sind die mit dem Helm. Das sind die Ordnungstypis. Plus 2 Angriff für eine Runde lang quasi. So, weiter geht's. Jeder Sieg in den Ruhmshallen gewährt ihr Ruf. Genau, das hier oben sind die Ruhmspunkte. Und dann, genau, erhöht Liga. Zack. Belohnung nehmen wir mit jeder Liga zu. Ah ja. So. Old Beaver, der alte Beaver, Leute. Hau mir gleich mal einen rein hier. 2 Leben hat die nur. Na gut, dann hauen wir mal den 6er rein. So, jetzt seht ihr hier auf dem Spielfeld. Moment. Da habt ihr es schon gesehen. Auf dem Spielfeld liegen manchmal Runen, heißen die im Spiel. Die wiederum geben dir einen Buff. Aber nur ein einziges Mal. Der Charakter oder die Karte, die das einsammelt, die hat den Buff. Und deswegen. Einmal hingesetzt. So, jetzt müssen wir uns da oben aber drum kümmern erstmal. Der hat nämlich schon 8 Leben. Beziehungsweise 6 macht 11. Ich könnte jetzt auch einfach auf die hier oben die einfach mal ignorieren. Das ist nämlich manchmal auch eine coole Taktik. Der schafft es niemals jetzt meine 29 wegzunehmen. Er stoppt mich so auch nicht und schon haben wir gewonnen, Leute. Warte, wir nehmen mal Bogenschütze hier hinter. Und haben wir gewonnen. Manchmal muss man einfach die Gegenspieler auf dem Feld vergessen und wirklich nur den Kriegsherrn angreifen. So, wir haben wieder eine Kiste. Bam! Und Bam. Liga erhöht. So. Mehr Seelen in Kisten, okay? Zack. Jetzt haben wir das, was ich gesagt habe mit Spielen, wo es zeitlich dauert. Aktuell, ich spiele das jetzt eine Woche, dauern die Kisten 2 Stunden, aber es sind auch nur Kisten. Also ihr könnt ganz normal weiterspielen und das finde ich halt okay. Da
Es gibt ja Spiele, wo du ewig warten musst und das ist halt dann kacke. So, erreiche die Meisterliga und besteige den Thron von Pengea. Okay. So. Zack. Jetzt, Geschäft. Lass mich dich mit der Heldenbeschwörung vertraut machen, Meister. Und jetzt kann ich euch einen kleinen Tipp verraten. Und zwar, immer gucken, wo Ausrufezeichen dran sind. Ist jetzt kein krasser Tipp, aber auf jeden Fall das immer holen. Wow, Digi, auf dem PC ist das ja sogar noch günstiger. Okay, das ist krass. Oder es liegt an der Stufe, weil ich noch so eine niedrige Stufe habe. So, Priesterin haben wir aufgewertet. Unser Rang von unserem Helden, wohlgesagt, merkt, ist jetzt auch gestiegen. Belohnung 5 Diamanten oder Juwelen. So. Jetzt folgendes, was ich vorhin meinte. Wenn ihr das Spiel spielt, spielt am Anfang, gibt kein Geld aus, spielt einfach erstmal drauf los, macht das Tutorial durch und sammelt ungefähr 1000 Juwelen. Das hört sich viel an, ist es aber nicht. Und wenn ihr diese 1000 Juwelen habt, dann geht ihr hierhin zu Beschwören und holt euch diese Halbgötter. Immer reinballern, holt euch die und dann kriegt ihr so krasse Karten. Ich kann mal ganz kurz gucken auf dem Handy. Wir machen mal schon mal weiter. Ich habe es mal auf dem Handy geöffnet. Ah ne, ich habe es sogar schon offen. Beim Handy wohlgemerkt. Ich schau mal, Beschwören. Ah ja, genau, ich habe mir die Halbgötter geholt. Krass, am PC ist das nochmal günstiger. Ich krieg die Krise und ich habe es auf dem Handy gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Egal. Auf dem Handy kostet es nämlich noch 149 statt. Ist auf jeden Fall runtergesetzt. Steht nicht da, statt. Das ist einfach nur durchgestrichen. Kostet es noch 149. Deswegen, sammelt euch 1000 und macht das hier. Denn ihr kriegt so krasse Karten. Wie gesagt, ich habe eine Eule gekriegt, die ist so unnormal. So, vergesst nicht, wir Beschwörung deiner Armee zu verstärken. Da wir gerade davon reden. Genau, gehen wir auf, die Armee steht bereit, Meister. Gehen wir auf Truppen. Und hier könnt ihr quasi euer Deck einrichten. Ihr braucht dazu Machtpunkte, um euren Charakter zu verbessern. Aber das zeigt er uns bestimmt jetzt. Das ist deine aktuelle Truppe. In dieser Sammlung gibt es jene, die nur darauf warten, sich endlich zu beweisen. Hallo Itachi übrigens, willkommen im Stream. Und nun sollten wir die Stärksten zusammenstellen. Ja, jetzt klicken wir hier oben. Kann man zum Beispiel automatisch machen. Haben jetzt quasi genug Macht. Darf ich nicht wieder eine Gruppe? Okay, ich muss das Tutorial jetzt durchballern, schade. So, hier beginnt deine Reise, Meister. Sammel deine Armee und beschütze Pengea vor allen, die Böses im Sinn haben. Also gehen wir auf Reisen. Es gibt nämlich insgesamt 3 Modi in dem Spiel. So viel will ich schon mal vorne wegnehmen. Es gibt Reisen, das ist eine kleine Story. Also was heißt klein, die ist schon echt lang. Dann gibt es Kämpfe, da steigt man eine Liga auf. Das ist gegen andere Spieler, glaube ich. Und dann gibt es hier oben noch freie Runden oder freie Matches. Da steigt man keine Level auf, man verliert aber auch nichts und kriegt Belohnungen. Hier unten verliert man halt Macht oder kriegt Macht und steigt halt eine Liga oder sinkt eine Liga. So, jetzt sollen wir erstmal die Reise beginnen. Das ist wie eine kleine Story. Die Frau mit Holz vor der Hütten ist die Lilith. Lord Protector, der Butler meinte, du hättest deine Erinnerung verloren. Ich denke, du solltest ab sofort nicht mehr ohne Helm unterwegs sein. Ist auch geil, dass hier noch Englisch steht. Tap to continue. Kenne ich dich? Mein Name ist Lilith. Ich sag einfach Lily, okay, Leute? Mein Name ist Lily. Ich bin eine Magierin und deine Beraterin. Aber wir haben jetzt keine Zeit zum Schwatzen. Triff mich in der Taverne. Aber, sie ist einfach verschwunden. Allerdings hätte ich gegen einen kleinen Tavernenabstecher nichts einzuwenden. Ich konnte ohnehin ein Gläschen vertragen. So. Wie es aussieht, wird der Pfad zur Taverne kein leichter sein. Das wird wohl mehr als einmal das Schwert bedürfen. Möge der Kampf beginnen. So. Warum kann ich nicht auf die Kiste? Ganz wichtig, die Kiste mal lernen. Okay. So. Das ist mein aktueller Gegner. Chapter 1. Stachliger Gideon. Das sind seine Karten quasi, seine Truppen. Und hier kriegen wir 10 von Unbekannt als Belohnung. Und wenn ihr mal nicht weiterkommt, dann einfach immer die Mission spielen, weil da kommst du eigentlich immer irgendwie weiter. Irgendwann wird es sehr schwer, das heißt, warum komme ich jetzt nicht mehr weiter? So ging es mir. Ah, ich muss meine Truppen aufbessern, also Diamanten ausgeben und seitdem ist es wieder ein Kinderspiel. Ich bin auf der Suche nach einer Taverne, um einen Trink, um einen Trink zu trinken. Warum? Alter, wie komme ich denn auf Trink?
und mich mit der mysteriösen Dame zu treffen. Kannst du mir den Weg weisen? Du bist nicht von hier, oder? Bist du ein Söldner der roten Prinzessin? Wir fackeln nicht lange, wenn es um Söldner geht. Wir mischen sie auf. Wie bitte? Was für eine Art Söldner soll ich denn bitte sein? Und was willst du denn mit dem Messer? Gibt's etwa Kuchen? So, los geht's, Leute. Nächste Runde. Wir haben wieder neue Karten und hier unten sehen wir jetzt die Fähigkeiten. Finde ich ganz gut, dass die auf den Karten stehen und man sich die nicht einprägen muss. Und ich würde sagen, wir fangen an mit, in Reihe. Also die gewährt quasi plus 3 zusätzliches Leben für die ganze Dreierreihe. Also für die beiden, die sie vor sich hat. Dann würde ich sagen, fangen wir tatsächlich erstmal mit ihr an. Boots, Junge, der hat eh nur 12. Den haben wir schnell weg. Ja, gut. Der hat 8 Leben, macht 3 Schaden. Das heißt, gegen ihn hat er keine... Ich könnte jetzt halt einfach drauf scheißen, Leute. Ich bekämpfe den seine Monster einfach nicht. Ich greife einfach nur seinen Charakter an. Geht einfach am schnellsten. Und da muss man halt später genau drauf achten, wen greife ich an, was mache ich, was tue ich. Und da haben wir schon gewonnen. Du prakt... Was? Du paktierst... Was? Paktierst? Mit Beta Batari, der roten Prinzessin. Aber uns... Ach, paktierst ein Pakt quasi. Aber uns legst du nicht rein. Immer mit der Ruhe, okay? Ich schlage vor, dass du dich besser um deine Wunden kümmerst. Ich würde mich lieber darum kümmern, einen ganz besonderen Platz für dich zu finden. In der Hölle. Der du Mörder. Was? Der du Mörder? Okay. So. Zeig mal her, was wir für eine Karte kriegen hier. 10-mal die hier. Die werden wir gleich mal aufrüsten. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, Coins habt ihr immer genug. Also macht euch keine Sorgen um Coins. Immer alle Karten, die ihr um Pfeil nach oben ist, die ihr aufwerten könnt, macht das. Ihr habt eh genug Gold. So. Der Befreier von Pengegea wird mit Ruhm und Trophäen belohnt. Ja. Zack. Auch hier gibt es wieder einen Premium Pass, Leute. Müsst ihr wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Ich bin eher so, dass ich erstmal sage, für Handygames gebe ich kein Geld aus. So. Einmal zurück. So, und jetzt, wie gesagt, immer darauf achten, wenn ihr ein bisschen Gold legt, die Truhe öffnen. Die füllt sich alle 10 Minuten, beziehungsweise jede Minute kommt ein Coin dazu. Alle 10 Minuten kriegt ihr XP und ihr kriegt noch Karten. Von daher anfordern. 6 von dem. Das ist schon mal ganz gut. So, dann gehen wir einmal zurück. Da ist er wieder. Das Schicksal ruft nur die Stärksten. Dich erwartet der Pfad des Heldenmeister. Jawohl. Das kriegt ihr immer angezeigt. Das könnt ihr quasi einlösen. Der Weg des Helden, das sind einfach nur nochmal Belohnungen. Und hier steht ihr dann, was ihr dafür machen müsst. Bekämpfe namenloser Musikant auf der Reise. Kriegst du 10 Diamanten. Wie gesagt, ihr habt schnell 1000 zusammen. Hört sich viel an, ist es aber nicht. Kann ich eigentlich nochmal zurück? Ah ja. So, jetzt können wir unseren Namen eingeben. Wir sind Chris. Hallo. Und immer wenn ihr euch einloggt, jeden Tag gibt es verschiedene Sachen. Ich bin jetzt bei Tag 6. Ja, schließlich spiele ich fast eine Woche. So, wieder 75. Sehr schön. Hier gibt es schon 150. So. Wird geladen. Ihr kriegt ab und zu Angebote. Ich finde es nicht so schlimm, man kann es schnell wegklicken. Und hier könntet ihr quasi kaufen. Dafür mache ich jetzt aber keine Werbung, weil ich sag's euch, so wie es ist, macht's nicht. Ihr habt immer genug Gold, ihr braucht niemals Diamanten dafür ausgeben. VIP, da kriegst du halt, ja, da siehst du halt, was du kriegst quasi. Aber wie gesagt, beschwören lohnt sich meiner Meinung nach. Gerade wenn das so runtergesetzt ist. Für 99 machen wir jetzt gleich einmal. Und gucken mal. Für den Anfang richtig gute Karten. Alter Falter, aber ich möchte die Obereule haben. Wer die Obereule kriegt, die epische Obereule, der hat schon meiner Meinung nach so gut wie gewonnen. Ach, jetzt wird das teurer. Guck, das erste war nur so günstig. Ah ja. Ah, Herr Vita, Herr Wind. So, das haben wir gemacht. Immer drauf achten, wenn ihr genug Juwelen habt, macht das ruhig. Das hier kriegt ihr ab und zu angezeigt, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel 30 Sekunden Videowerbung. So. Das heißt, wir gehen auf Gruppe erstmal. Jetzt haben wir so das Tutorial so langsam, glaube ich, fertig. Hier, die Eule ist einfach der Shit, Leute. Die, immer wenn ich eine Karte setze, kriegen alle Verbündeten plus 2 Angriff.
Zum Start meiner Runde beschwört sie eine neue Eule mit 5 Angriff und 8 Leben. Und am Ende meiner Runde kriegen Gegner noch -2 Angriff. Die Karte ist einfach so unnormal. Und ich hatte jetzt Glück, dass ich die bekommen habe. Also die Muttereule ist wirklich, ich sag's so wie es ist, meiner Meinung nach unfuckable. Die ist viel zu OP, die Karte. So, bei Liga 28 kriegen wir einen neuen Slot. Ist nicht verkehrt, denn ich kann mich nie entscheiden, welchen wir mitnehmen. So. Man kann hier auf den Pfeil klicken, dann sieht man, wie die sich verändert. Vom Aussehen her verändert sie sich nicht. Kriegt halt Sterne dazu. Und ihr kriegt mehr Attacken. Und ihr seht dann halt, mit welchem Level sie wie stark ist und was sie kann. So. Wir nehmen auf jeden Fall die Eule mit, denn die gewährt Naturverbündeten +2. Und jedes Ende meiner Runde quasi belegt sie einen zufälligen Gegner mit -3. Das ist auch nice. Das, die können wir sogar auf. Okay, wir brauchen noch mehr Gold. Aber die nehmen wir schon mal mit. Verbündetenreihe. Ja, ich überlege gerade. Die kann noch nix. Wir müssen mal gucken. 8 Leben, 9 Angriff. Wer ist denn der Schlechteste? Eigentlich du und du hast nicht mal eine Fähigkeit. So, dann nehmen wir die Eule mit. Was ist eigentlich hier? Zählt das als Natur? Tatsächlich. Und hier hieß es doch, gewährt jedem Naturverbündeten. Sollten wir vielleicht erstmal auf Natur gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, ein Naturkit zu bauen. Ich sehe gerade, dass man am Handy gar kein, am PC gar keinen Filter einstellen kann. Am Handy hast du noch einen Filter, wo du dir nur die Naturkarten anzeigen kannst und so weiter. Hier seht ihr, was es alles noch für Dinger gibt. Das wären noch viel, viel mehr. Also hier fehlen ja voll viele. Das sind nur die, die wir wahrscheinlich gerade... Nö. Ganz komisch. So, jetzt können wir erstmal unseren Helden aufbessern. Kriegen wir immer Leben dazu. Und ab Level 2 kriegen wir eine neue Ulti quasi und ab Level 21 nochmal eine. So, Stufe 3. Wir haben die erste. Ich glaube aber sogar... Ja doch, der verändert sich. Ihr seht, der kriegt ein Horn. Er wird zum Einhorn. Und wird schon krass. Es gibt auch Skins für den. Die kann man dann für... Wer halt Bock auf einen Skin hat, muss sich halt 2500 Juwelen kaufen. Aber finde ich Quatsch, ehrlich gesagt. So. Dann haben wir den... Der ist halt auch nice. Der ist halt nice, weil er pro Angriff, den er macht, kriegt er halt +2 Angriff. Den werden wir definitiv auch mitnehmen. Bam. Tatsächlich habe ich dann ja nur... Ist gar nicht so verkehrt eigentlich. 11 Leben, 2 Angriff. Ah, hier, die können wir auch nochmal auf... Ah, die können wir nicht. Wir brauchen Gold, Leute. Wir brauchen Gold. Das wird geladen, ist beim Handy tatsächlich nicht da. So. Achso, halt, kann ich nicht aufwerten, weil wir kein Gold haben. So, was hat er bei Angebot noch? Immer zum Shop gehen, immer ruhig machen. Dann ist das Ausrufezeichen weg. Denn bei Kampfset zum Beispiel, seht ihr jetzt, lohnt sich da anzuklicken. Nee, halt, die sind's nicht. Es gibt nämlich so kostenlose Dinger, ja, hier zum Beispiel. Immer darauf achten, dass da kein Dollarzeichen ist und dann annehmen. Mal wieder 20 Diamanten mehr und 1000 Gold. Sehr gut. So, wir haben Post gekriegt. Von irgendwelchen Typis. Man wird leider irgendwo in eine Gilde geschmissen. Das finde ich ein bisschen kacke. Ah ja, dann kommen wir gleich mal zu einer anderen Sache. Und zwar die Aktionscodes. Aktionscodes kommen, glaube ich, jeden Monat neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe mir mal welche rausgesucht, die ich finde es halt einen guten Startboost. Und zwar zum Beispiel Dark Gifts. Yes, jo. Hat funktioniert. Wieso ist jetzt der Sound weg? So, also Aktionscode. Einmal Dark Gifts hat funktioniert. Da kriegen wir 5000 Gold. Dann gibt es noch Trick or Dreads. Ich kann das nicht einfügen. Muss ich selber eingeben. Trick or Dreads. So. Hat auch funktioniert. Das gibt uns 15 Soul Dust. Sehen wir aber gleich noch. So, dann gibt es noch Afterlife. Auf jeden Fall eingeben. Dann gibt es noch Boo. Und dann gibt es noch Very Scary. Oh. Was denn jetzt, Digi? Scary. Auch funktioniert. Und dann zu guter Letzt haben wir noch
Einfach nur Mighty Party. Hat auch funktioniert. So, wenn wir das alles gemacht haben, gehen wir nochmal zurück. Kann das sein, dass er jetzt die Audio wieder au... Warum? Holy shit, ist das laut, ey. So. Dann lasse deine E-Mail und erhalte eine Belohnung. Oh, kann man auch machen, siehst du? So, jetzt können wir nochmal auf Benachrichtigung gehen. Und dann haben wir hier bei Belohnung 6 Stück bekommen. Ihr kriegt einmal 50 Edelsteine, wenn ihr das eingebt. 300. 5000 Gold. 400 Gold. Wofür ist eigentlich... Code. Ich habe keine Ahnung, wofür das Mana ist. Und nochmal 5000. Holy shit. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon 11.000. Du hast gerade keine Belohnung, komm bald wieder. So, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall auf Gruppen gehen und ganz in Ruhe hier aufrüsten. Rang Nummer 3, sehr schön. Ich glaube, jetzt ist die Dings ein bisschen laut. Dann können wir die gleich mal aufwerten. Auch wenn wir die nicht benutzen, Leute, immer ruhig aufwerten. Ihr habt genug Gold, wie gesagt. Immer wenn ihr hier quasi eine Karte verbessern könnt, macht das. So, dann werden wir mal die Töne hier nochmal ganz kurz ein bisschen leiser machen. So. Quests. Ganz wichtig, unbedingt einen Blick in die Quests werfen. Denn ihr kriegt da quasi... was sind das eigentlich? Questpunkte. Okay. Gerne auch immer mal gucken, was ihr machen müsst, um die Quests abzuschließen. Dann kriegt ihr nämlich auch wieder Truhen. Mit natürlich Karten drin. So, da haben wir den. Wenn man Glück hat, hat man auch neue Karten drin. So. So, die können wir gleich mal aufwerten. Hätte ich jetzt bei dem anderen da auch machen können. Können wir sogar zweimal aufwerten. So. Wie gesagt, Gold hat man immer genug. So, dann haben wir noch epische Quests. Definitiv auch immer gucken, was ihr da machen müsst. Zum Beispiel schaut auf dem Discord-Server von Mighty Party vorbei. Dann macht's halt. Wisst ihr? Dann kriegt ihr 50 und dann könnt ihr euch wieder so ein Booster-Pack holen. Schließe dich Mighty Party auf Facebook an und so. Also lest hier ruhig mal durch. Und nehmt euch die Diamanten mit. Wie gesagt, lohnt sich. Denn da könnt ihr dann wieder Booster-Packs kaufen. Beziehungsweise, ich nenne es mal eintauschen. Ich nenne es mal nicht kaufen. So, als nächstes kann ich euch noch zeigen... Warte, wenn wir die Nachrichten weg haben hier. Hey, hallo, ich bin ein Lehrer. Ich werde dich durch das Spiel führen. Du kannst dich alles fragen. Ja, möchte ich aber tatsächlich gar nicht. Und dich möchte ich auch nicht fragen. Danke. So. Dann gehen wir nochmal auf Gruppe. Wir haben nämlich einen noch nicht upgedatet. Zack, zack. So, Naturverbündete erscheint. Also immer wenn ich einen Naturverbündeten aufs Feld setze, quasi eine grüne Karte, dann bekommt der hier plus 1 auf Angriff. Ist eigentlich auch ganz geil. So. Gut, dann würde ich sagen, Ruhmeshalle. Wir können die Kiste öffnen, die 2 Minuten gedauert hat. Die ist natürlich jetzt schon längst fertig. Und kriegen wieder Karten. Wichtig, immer Karten sammeln. Wir haben wieder 441. Da werden wir doch gleich mal Angebote zum Shop. Beschwörung. Und ich hole mir keine Söldner, weil das sind nur gewöhnliche und seltene. Ich will die Halbgötter haben. So, komm, gib mir was Cooles. Guck mal, der schwankt aber auch der Preis. Der bietet dir immer was anderes an. Warum gib mir mal was Cooles? Legendary. Da! Ich hab die legendäre Mama des Todes. Jetzt kann ich euch die schön zeigen, Leute. Die Eule ist einfach der Burner. So, eine können wir noch. Okay. So, jetzt haben wir keine Diamanten mehr. Wie gesagt, macht das. Immer sobald ihr 100... Sagen wir mal 140 könnt ihr hier vorbeischauen. Und euch welche holen. Ihr könnt natürlich auch bescheißen und Pay-to-Win machen. Dann kauft ihr euch halt den Scheiß. Aber ich finde es sinnlos. Mein, für 6 Karten 5 Euro auszugeben, macht's nicht. Okay, 12 in dem Sinne, weil man noch Bonus kriegt. Aber macht's einfach nicht, Leute. Macht's nicht. Ich halte von sowas gar nichts. Dann zeige ich euch, warum ich sage, wir haben genug Gold. Hier gibt's nämlich noch links die Goldmine. Unter mir quasi. Ja. Und da wiederum, ich drück das mal weg, könnt ihr in den Kampf starten. Stein der Weisen, Leute, und könnt euch Gold verdienen, indem ihr diese Dinger hier mal kaputt macht. Wenn ihr den Helden angreift, also den Kriegsherr,
spawnt der neue Goldstatuen. Die müsst ihr, wie gesagt, kaputt machen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt mal hier einmal Sturm machen. Ah, das hebe ich mir noch auf. So. Zack. Da ist die Mama. Und die Mama ist halt in dem Sinne krass, weil die zum Start jeder Runde... Ach, hat die noch gar nicht? Okay, ich musste erstmal... Hattest du die weiße Eule? Das ist gar nicht die Mutter. Ah ja, die Mutter haben wir noch nicht mit. Ich verstehe. So. So, wir werden erstmal die Statue selbst angreifen, damit die hier ein paar spawnt. So, und jetzt machen wir mal die Statuen kaputt. Dann kriegen wir nämlich Coins. Und das nicht wenig. Und ihr habt immer 7 Runden Zeit. Und jetzt klimpert die Kasse. Ziel und Zweck ist es eigentlich, so viel wie möglich hinzustellen an Kriegern. Denn umso mehr macht ihr halt kaputt, logischerweise. So, die hat 9 Schaden. Ist gut. Ich überlege gerade, wenn man immer mit den Eulen spielt. Oha, ey, die Eulen-Kombo ist, glaube ich, krass, weil gewährt Naturverbündeten plus 2. Ende der Runde gewährt Naturverbündeten. Und die Obereule spawnt jede Runde einen Naturverbündeten. Boah, das deckt ja richtig hoch dann. Okay, das ist ja krass. So, was macht am meisten Schaden? Hier, den müssen wir vorne hinstellen. So, seht ihr es? Da kriegt ihr halt jedes Mal übelst die Münzen. Ist jetzt auch die letzte Runde. So, 855 ist okay für den Anfang. Ist für den Anfang okay. In 5 Stunden könnt ihr das Ganze wiederholen und habt wieder genug Münzen. Also, wie gesagt, Münzen mangelt es euch nicht. Also, wer sich in dem Spiel hier Münzen kauft... Mal noch hier oben können wir mal Münzen wieder abholen. Alle 15 Minuten gibt es hier oben auch noch eine Belohnung. Also wer sich hier Münzen im Spiel kauft, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. So, wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Es gibt wieder eine Kiste. Ah, ne, gibt keine Kiste. Krass. Und nicht gereicht. So. Da haben wir aber eine Kiste. Deswegen immer die Belohnung angucken. Das fetzt schon. So. Einmal aufgewertet. Auch wenn ich die nicht spiele, Leute. Einfach aufwerten. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann haben wir noch eine epische Quest abgeschlossen. Da gibt es wieder Diamanten. Einmal zurück, bitte. So, Truppen. Ich habe Mama Eule bekommen und jetzt seht ihr, warum die so krass ist. A hat die übel Leben. Also die hat wirklich übel Leben. 29 auf Stufe 2 ist halt schon hart. So, und jetzt, wie gesagt, Verbündeter erscheint. Gewährt Verbündeten plus 2. Jede Karte, die ich neu spiele... Verbündeten. Das heißt, alle, die auf meinem Feld stehen, kriegen, sobald ich eine Karte spiele, plus 2 Angriff. Das ist einfach Imba. Das ist einfach... Gibt es das Wort Imba noch? Ist das noch in? Am Ende der Runde belegt es Gegner mit minus 2 Angriff. Das heißt, der Gegner wird auch nochmal geschwächt am Ende der Runde. Und zum Start jeder Runde beschwört die Eule eine neue Eule mit 5-8, was auch nicht so schlecht ist. Also, pass auf, ich zeige euch die jetzt im Einsatz. Also, die mit der Eule hast du eigentlich schon... Für den Start, wenn du die am Anfang kriegst, bist du unfuckable eigentlich. Ist einfach so. Also die Eule ist halt schon hardcore. So, jetzt haben wir den guten Chris wieder, den können wir aufleveln. Jetzt kriegen schon minus 4 alle Feinde. Können wir nochmal aufleveln. So. Da müssen wir mal gucken. 28 wäre jetzt erstmal meine. Haben wir wieder Geld, Diamanten gekriegt. Wie viel haben wir jetzt? 44, okay. So, jetzt könnte man sich aussuchen. Entweder wir spielen die Reise weiter oder wir spielen Kampf. Aber er möchte, dass wir Kampf aufsteigen. Denn ihr seht hier jeweils noch Schlösser an den Sachen, die hier sind. Und da seht ihr, Göttliche Arena, frei ab Liga 18. Habe ich selbst noch nicht freigespielt auf dem Handy. Juwelenmine. Gewinnt Juwelen zum Beschwören von Drohnen. Okay. Ah, das kriegst du nur mit VIP. Wollen sie wieder Geld rausholen. Schlägerei, wie gesagt, gibt es ab Stufe 27. Da kannst du gegen andere Spieler antreten. Da verliert ihr nichts, wenn ihr verliert. Aber ihr kriegt halt coole Sachen, wenn ihr gewinnt. Aber immer nur eine. Da würde ich sagen, wir sollen in den Kampf starten. Und würde ich sagen, machen wir auch. So, Chris gegen 0070D. Und jetzt zeige ich euch mal diese übertrieben starke Eule. Man setzt die. Die macht schon mal 11 Schaden, hat 29 Leben, bis der die tot hat. So, jetzt, am Anfang meiner Runde, spawnt sie eine Eule.
plus die Eigenschaft, dass alle grünen Karten, die Eule ist grün, kriegt plus 2 auf Angriff. Und ihr werdet jetzt sehen, ich habe sogar nochmal die Eule. Ach, das ist noch eine andere, war? Das ist nur die epische. Ne, wir bauen mal hier vorne erstmal einen Tank hin. Und der ist auch krass. Ich komme gar nicht hinterher mit erklären, weil ich habe jetzt... Achtung, Moment. Ich spawne halt einfach wieder eine Eule. Jede Runde jetzt eine Eule. Das ist halt unnormal. Du hast immer mehr Spieler auf dem Feld als der Gegner, weil diese Eule einfach automatisch Spieler hinballert, so, also automatisch Eulen verteilt. Die Karte ist krass, weil immer wenn sie angreift, kriegt sie plus. Noch dazu, neue Runde. Besagt, Verbündeter erscheint. Ich krieg, sobald ich die Karte setze, schon mal plus 2. Also ich sag's euch, die Eule ist einfach an Fackel. Ist so. Die ist einfach so. Und ich hab die sogar nochmal. Okay, Leute. Er hat sich erledigt. Das war's. Ah, der ist sowieso schon tot. Aber wenn ihr, sobald ihr 2 Eulen habt, seid ihr eigentlich nicht mehr besiegbar, weil ihr jede Runde dann 2 Eulen automatisch setzt, plus die Karte, die ihr setzt. Also, ich sag's euch, mit der Mutter-Eule ist einfach der Tropf gelutscht. So. Wir haben 3 Siege errungen, kriegen wieder eine Kiste. Und würde ich sagen, ja komm, wir gehen gleich mal in 28 rein. Wir gehen gleich mal in 28 rein, viel Glück, mein Freund. Ich weiß gar nicht, ob das Gegenspieler sind. Doch, das sind Gegenspieler. Das sind keine, das sind keine Bots. So, dann gucken wir mal. Dann setzen wir erstmal den Riesen. Bam, hat angegriffen. Mit jedem Angriff kriegt er plus 2. So, Mama Eule ist back. Die ignoriere ich mal. Ich sag's euch, diese Mama Eule ist einfach... Wer die hat, der hat einfach ausgesorgt. Ist so. Hier hat sie automatisch eine Dings gesetzt. Außerdem, zu Beginn jeder Runde wird jeder Charakter am Angriff geboostet. Ja, wie gesagt, ihr seht schon, guck mal, bing, bing, bing. Ja, das war's. Also, ich kann's nur nochmal sagen, die Eule, seht zu, dass ihr die kriegt und dann... Es war auch Glück, dass ich jetzt hier im Angezockt quasi euch zeigen konnte, dass ich die Eule gekriegt habe, weil so leicht kriegt man die nicht. Die ist immerhin legendär. So, jetzt brauchen wir noch 10, also einen Kampf müssen wir noch gewinnen. Einen Kampf müssen wir noch gewinnen. So, Mama Eule haben wir auch gleich wieder am Anfang. Hey! Der kriegt die halt auch nicht tot, die ersten 3 Runden, so. So, dann nehmen wir mal einen Tank. Und das Krasse ist halt, sobald ich, warte, wie war das? Sobald ich Verbündeter erscheint, gewährt Verbündete, genau. Sobald ich eine Karte setze, kriegen alle plus 2 Angriff. Das ist so unnormal. Ist halt wirklich unnormal. So, und mit jedem Liga-Aufstieg kriegen wir natürlich auch neue Karten, die wir kriegen können. Der ist halt auch nice. Den spiele ich aktuell auch. Hoffen wir mal, dass wir den demnächst kriegen. Und mit 28 haben wir einen neuen Slot. Plus eine Kiste. Komm, gib mir den. Ah, schade. Der ist eigentlich nicht so gut. Aber den habe ich am Anfang immer mitgenommen, weil der einfach, du spielst eine Karte und er spawnt hinter sich einfach noch einen Bogenschützen. Das heißt, du hast schon mal wieder eine Karte mehr auf dem Feld als der Gegner. So, ich rüste, wie gesagt, jede Karte auf. Weil wir genug Gold haben am Anfang. So, ja, der Minotaurus. Ich glaube, mit der nächsten, ja, mit der nächsten kriegt er dann schon plus 3 mit jedem Angriff, den er gemacht hat. So. Wir können unseren Charakter auch aufleveln. Ich spiele aktuell den hier, den Bären. Der geht erst ab Level 25, okay? So, um euch nicht nur diese Kämpfe zu zeigen, gehen wir nochmal erstmal zur Quest. Gut, sammeln wir ein. Ganz wichtig, immer einsammeln. Neue Kiste. Dann können wir wieder aufwerten, guck mal. Zweimal sogar. So, der kriegt einmal Blocken. Blocken bedeutet, verringert Schaden, den der Held verteilt wurde. Das heißt, also der Gegner kann den quasi, muss den zweimal angreifen, um ihn zu töten. Das erste Mal krieg ich Schaden 0. So, episch haben wir noch einmal. Diamanten, zack. Ihr seht schon, wie gesagt, Diamanten kriegt man eigentlich relativ schnell. So. Das bedeutet, was haben wir noch eine Quest? Wer hier denn? Was denn? Da oben. Na gut.
So. Angebote. Gleich wieder reingucken bei Schatz. Kostet, ist nicht umsonst. Hier ist aber umsonst. Wieder 50 Diamanten. Monatlich. Auch annehmen 100 Diamanten. So. Einmal zurück. Dann können wir eigentlich gleich wieder aufs Geschäft gehen. Beschwörung holen. Musiker. Erreiche Level 25 und bekomme einen kostenlosen Helden. Lohnt sich, wie gesagt, hier reinzugucken. Ich sag's euch. So, zack. Einmal Beschwörungspack. Da haben wir ihn. Da haben wir den schon mal. Sogar mit einmal aufrüsten. Aber den brauchen wir auf Stufe 6 tatsächlich. Nee, brauchen wir nicht. Stimmt nicht. Nehm's zurück. Weil, passt auf, zeige ich euch. Den habe ich am Anfang auch gespielt. Aber lassen wir, weil mit der Eule haben wir eigentlich erstmal... Das sind wir so schon OP. So, alle aufrüsten. Zack. So, wir haben keine Diamanten mehr. Keine Juwelen mehr. Zack. Ruhmeshalle haben wir Kisten gekriegt, weil wir aufgestiegen sind. So, gleich wieder aufwerten. So. Jetzt gehen wir zurück. Gruppe. Hauptcharakter kann wieder aufsteigen. Kriegen wir natürlich immer Leben dazu. So, und dann schauen wir mal, für wen ich den mitnehme. Der hier kommt weg, glaube ich. Ja. Zack. Ist zwar kein Waldvieh, aber der ist nice, weil der jede Runde aufs Neue einen Charakter beschwört. Und zwar, zeige ich euch, vor sich quasi einen Schutzwall. So, Quests. Am Anfang sind viele Quests, aber man kriegt halt auch viele Punkte, viele Diamanten und so ein Quark. So, dann gehen wir wieder auf Reise. Reise ist immer ganz gut. Oh, fordern wir gleich mal an. Reise ist immer ganz gut, um Belohnungen abzustauben. Und sein Deck so ein bisschen zu testen, tatsächlich. So, jetzt könnt ihr zum Beispiel hier sagen, entweder wir wollen das wieder spielen oder wir lassen es. Wir machen überspringen, kriegen aber die Belohnung trotzdem. Weil die genau wissen, die Entwickler, ja, okay, ich lasse dir das jetzt nicht auf Krampf machen. Das ist ja nur Beschäftigungstherapie. Von daher finde ich es ganz witzig, dass man es überspringen kann. Ich mag das halt immer nicht, wenn hier Ausrufezeichen dran sind, deswegen habe ich das mal weggemacht. So, und zum Kampf. Das ist der Typi. Den sollen wir jetzt besiegen. Der Bruder Gustav. So, Leute. Schau mal einer an, wer hier vorbeischaut. Direkt aus dem Palast, wie? Also, wir wollen immer noch zur Taverne, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ich habe kein Interesse an einem Streit. Ich will nur was trinken. Hast du es auf unser Blut abgesehen? Willst du unser Blut trinken? Das habe ich mir schon gedacht. Du bist dem Dunkelritter im Bunde mit dem Dunkelritter. So, einmal Eule bitte zum Mitnehmen. Und da ist die Kiste eigentlich schon durch. Da ist der Drops schon gelutscht. So, automatisch wieder eine Eule. Jetzt zeige ich euch den mal. Ist ein Fernkämpfer und spawnt automatisch vor sich. Nach jeder Runde ein Baum. Hat quasi immer ein Schutzschild vor sich. Das heißt, ihr habt auch wieder zwei Spieler mit einer Karte auf dem Feld. Und das ist einfach perfekt. So, hier haben wir den anderen noch, den haben wir freigespielt. Der macht hinter sich einen Bogenschützen. Ihr seht schon, durch die Eule, weil die jedes Mal, wenn ich einen setze, alle hochboostet, ist die Eule. Ich sag's euch, ich liebe diese Eule. So, er ist schon kaputt, also hat sich schon... Naja, ich bin keiner vom dunklen Ritter. Lass mich in Ruhe jetzt weiter, ich muss saufen. So, gibt wieder Karten. Können wir aufrüsten. So. Und weiter geht's in der Story. Die lilanen Fahnen sind immer Bosse. Wenn ihr ein so ein Ding durch habt, dann kommt ihr noch in weitere Gebiete. Und jedes Gebiet hat einen Endboss. Wenn ihr den besiegt, schaltet ihr wieder neue Sachen frei. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Content. Ich habe auch überlegt, ob ich dazu so ein kleines Let's Play mache und immer Folgen raushaue. Aber das könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Weil ich liebe dieses Spiel, es macht so süchtig. Macht einfach Spaß. So. Ives Scharfschütze. Ja. Also mit der Eule hast du eigentlich schon... Am Anfang, wenn du die Eule nicht hast, hast du schon ein bisschen Struggle. Aber da wir sie haben, ist das halt...
sehr entspannt am Anfang. Vor allem, weil die so hochballert. Wir sind jetzt eine Kampfkraft von 33 auf dem Feld. Unnormal. So, Beginn der Runde für alle Verbündeten, Leute. Das heißt, ihr macht jetzt jede Runde... Okay, hat sich schon erledigt, aber jede Runde würde die alle wieder hochheilen. Das ist halt... Man kann halt die Karten schon geil kombinieren, muss man schon sagen. So, und da ist der erste Boss. Die sind halt ein bisschen schwerer. Tippe deinen Charakter an, um mehr über ihn zu erfahren. Also den Charakter. So, Verbündeter erscheint, gewährt ihm +1 auf Angriff. Das heißt, jede Karte, die er spielt, ist automatisch eine stärker als ursprünglich. Das sind so Fähigkeiten, die einige Gegner haben. Auf der Reise zumindest. Das sieht man aber auch immer hier unten. Verbündeter erscheint, gewährt ihm +1. So. Ich habe am Hof gesungen, du Kulturbanause. Zumindest einmal. Dann haben sie mich weg wegen meiner Ballade vor die Tür gesetzt. Na, du kannst bestimmt hübsch singen. Ich habe vor dem Herrscher gesungen, der den Glauben verriet und seinen Kopf verlor. Aber der roten Prinzessin hat es nicht sehr gefallen. Ich frage mich, warum. Mir gefällt nicht, wie du redest. Vielleicht soll ich dir eine kleine Lektion erteilen. Komm mal ran, Junge. Meine Eule wartet schon. Die setzt man gleich hier hinter die Barrikade. Kriegt sie auch gleich mal noch Plus. Ach, hier habe ich sogar... Wieso habe ich denn hier schon zwei automatische? Ist ja verrückt. Was man noch sagen kann, Leute. Auf dem Handy gibt es die Funktion. Die ist hier unten rechts. Autokampf. Ist ein bisschen wie Cheat, sage ich euch so, wie es ist. Wenn ihr Autokampf macht, wird der PC für euch spielen. Oder beziehungsweise die KI wird für euch spielen. Ihr guckt nur noch zu. Ist ganz cool, wenn man mal nach 10. Mal den Gegner immer noch nicht schafft. Denn die KI schafft den Gegner. Aber es ist eigentlich wie Cheaten, weil ihr lasst dann den Computer für euch spielen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, wir könnten Ansturm machen. Dann sind hier alle weg. Ja, okay, der kriegt der nicht ganz. Aber die beiden sind weg. So, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, wa? Oh, eigentlich schon gewonnen, da ist der Tropf schon wieder gelutscht hier. Guck mal. Du hast Glück, dass ich besser singe, als ich kämpfe. Eric, der Graue, hat dich geschickt, nicht wahr? Der Söldner der Trott-Wettebene, nicht wahr? Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich will einfach nur die Taverne was trinken. Ich will einfach saufen, es lässt mich durch. Warte mal, zack. Trinke einfach ein, dann hast du weniger Probleme. Das hört sich nach einem Plan an, Leute. Das hört sich nach einem Plan an. So. Wieder Belohnung bekommen. Ein paar Karten. Rang 6. Sehr schön. So. Hattest du Zeit, dich auszuruhen? Es gibt wichtige Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen uns mit Terry treffen. Der Herrin von Pastoral. Okay. Und eine unfreundliche Ebene passieren, in der mir jeder das Lebenslicht ausknipfen will. Nein, danke. Du hast keine Wahl. Ohne mich kommst du hier sowieso nicht weg. Folge mir, wir treffen uns später. Warte, ich war gerade schon verschwunden. Los mit dieser Frau. Ich kann keine Sekunde alleine lassen. Na gut, dann gehe ich eben. So, wir werden gleich mal wieder auffüllen hier. Anfordern. Karten sammeln. So. Wir haben wieder was erreicht. Und zwar schließe Level ab, um jede Menge Trophäen zu erhalten. Das heißt, umso mehr wir in der Reise voranschreiten, umso mehr Kisten kriegen wir. Einmal 1000 Gold. So, zurück. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde gespielt. Wir haben 15.000 Gold. Also sagt ihr nochmal, dass man hier zu wenig Gold kriegt. So. Einmal Quest wieder abgeschlossen. Annehmen. Und eine dicke Kiste, Leute. Die machen wir noch auf. 20 Diamanten. Sehr gut. So, hier rechts immer gucken, wo Ausrufezeichen sind. Könnt ihr immer was machen. Einmal anfordern, weil wir den Boss besiegt haben. So, gewinne 3-mal Kämpfe gegen andere Spieler. Wenn du gehen machst, wirst du direkt dahin geleitet. So, Leute. In diesem Sinne mache ich auf YouTube erstmal einen Cut. Das war ein Angezockt zu Mighty Party. Wie gesagt, aktuell bin ich sehr drauf hängen geblieben, weil es mega Spaß macht. Wenn ihr Bock auf eine Gilde habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr noch Tipps und Tricks für mich habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr Handygames habt, die ich als nächstes vorstellen soll, als Spiel Nummer 2, schreibt sie in die Kommentare. Und ich gucke mal, welches Spiel ich mir raussuche und dann als nächstes vorstelle. Dann erstmal vielen, vielen Dank.
Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und jetzt habe ich auch genug gesagt, dass ihr Kommentare schreiben sollt. Also Leute. So, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und bis dahin macht's gut. Ciao.